Hallo, ich bin Jürgen Fastier von der Gitarrenschule Fastier und ich möchte euch jetzt mal was vorstellen, so aus früheren Zeiten, als es noch keine Stimmgeräte zum Anklemmen gab, keine digitalen Anzeigen und gar nichts, was man zum Stimmen sonst so hätte nehmen können, außer eine Stimmgabel. Sieht irgendwie gar nicht aus wie eine Gabel, aber es nennt sich Stimmgabel, höchstwahrscheinlich wegen der beiden Zacken hier vorne. Ja, so eine Stimmgabel, das war damals eigentlich das einzige Gerät, was mir einen sogenannten Referenzton für mein Instrument geben konnte. Ein Referenzton, wie soll ich sagen, ein Ton, der für alle gilt. Ja, eine Tonhöhe, die für alle gilt, die zusammen musizieren wollen. Zum Beispiel in einer Band, in einem Orchester. Und ja, so wie es Kammermusik gibt, gibt es auch diesen Ton von dieser Stimmgabel, der nennt sich nämlich Kammerton A. Er schwingt bei 440 Hertz. Was das bedeutet, das kann ich euch mal ein andermal erklären. Und der wurde in einer Konferenz, die 1939 schon stattfand, festgelegt, dass dieser Ton für alle, die zusammen Musik machen wollen, gilt. So, okay, also der Kammerton A, wie erzeuge ich denn jetzt den Ton? Diesen Ton, den erzeuge ich, indem ich diese Gabel anschlage, und zwar, was weiß ich, am Knie oder am Schreibtisch. Und wenn man den nirgends dran hält, dann hört man ihn gar nicht. Hört mal, hört ihr den? Nee, ne? Nö, auch nicht, wenn ich den näher an die Kamera halte, nicht. Tja, was mache ich? Den Kammerton, den, oder vielmehr gesagt, diese Stimmgabel, die hat hier unten so ein kleines Kügelchen. Und dieses Kügelchen, das muss ich auf einen Gegenstand halten. Am besten auf einen hohlen Gegenstand. Ich halte ihn jetzt mal auf meinen Schreibtisch. Oh, schon hört man den Ton. Ich kann ihn jetzt gar nicht so hoch singen. Aber das war der Kammerton A. Den kann ich natürlich auch an meine Akustikgitarre halten. Ich habe, was ist da denn drunter? Oh je, eine neue Beule. So entdeckt man die mal. Okay, also ich halte den jetzt mal in die Gitarre. Und wow. Ja, da halte ich den halt dran. Irgendwo an meine Gitarre. Wo ist denn der beste Punkt? Oh, hier, da klingt es natürlich besser. Da, wo keine Strebe ist, sondern nur die reine Decke, wow, da klingt er halt am lautesten. Also hier bei mir ist das hier oben über den Saiten, hinten in der Nähe vom Saitenhalter. Okay, also die Stimmgabel. Jetzt muss ich natürlich auch wissen, wie erzeuge ich denn den Ton, den ich stimmen will, auf meiner Gitarre. Das mache ich mit einem Flageolet-Ton, so hört sich das Ganze an. Und zwar am fünften Bund auf der A-Seite, weil die A-Seite wollen wir jetzt ja auch nach Kammerton A stimmen. Und das ist ja der falsche Ton, wie ihr hört. Klingt auch noch irgendwie sogar richtig verstimmt. Den muss ich jetzt auf die richtige Höhe bringen. Und das mache ich, indem ich hier mit dem Mittelfinger oder mit dem Zeigefinger, mit was man es auch besser kann, über dem fünften Bundstäbchen, also nicht im Bund oder so, sondern über dem fünften Bundstäbchen, die A-Seite ganz leicht berühre mit dem Finger, dann anschlage und den Finger dann auch ganz schnell wegziehe. Wenn ich den nicht wegziehe, dann hört man den Ton zwar auch, aber er klingt nicht so lange. Er soll ja schön lange klingen, damit ich den gleich mit dem Stimmgabelton vergleichen kann. So, jetzt mache ich das also nochmal. Ich zeige es auch nochmal hier, so ganz dicht. Ich lege den hier wirklich nur ganz sachte drauf. Dann schlage ich an. So, hört ihr? Kann man auch am siebten Bund auf der D-Seite machen. Oh, die ist ja noch verstimmter. Also, die beiden Töne gehen. Fünfter Bund, fünftes Bundstäbchen A-Seite und siebtes Bundstäbchen D-Seite. Die beiden Töne. So, und jetzt will ich die Gitarre mal stimmen. Ich guck mal, wie mache ich das jetzt? Also den Ton hier anschlagen und da die Stimmgabel hinhalten, das ist ein bisschen schwierig. Ich schlage den jetzt mal an. Moment. Oh, klingt irgendwie nicht gleich. Jetzt nochmal. Okay, die muss wohl ein bisschen höher. Oh, schon viel zu hoch gedreht. Seht ihr? Nicht so einfach, ne?
glaube, jetzt habe ich es. Jetzt klingt er gleich. Hier ist der Ton nicht ganz so laut auf dem Schlagbrett, weil der Ton auf der Gitarre auch nicht ganz so laut ist. Ja, jetzt klingt der Ton gleich, finde ich, nach meinen Ohren. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann kann ich da jetzt natürlich auch nichts dran ändern. Nochmal. Schön. So, jetzt habe ich meine A-Seite nach dieser Stimmgabel, nach dem Kammerton A gestimmt. Und ich muss jetzt ja noch irgendwie sehen, euch beizubringen, wie man die hält, wenn man das macht. Das ist so, hier schlage ich den Ton an, also hier mit dem Daumen, habe ich jetzt noch nicht in der Hand, hier mit dem Daumen anschlagen, dann nehme ich die Stimmgabel in die Hand, schlage sie an auf dem Schreibtisch und halte sie auf die Gitarre. Wenn die jetzt noch nicht stimmt, muss ich ja nochmal anschlagen, dann nehme ich die so in die Hand, dann lege ich die hier nach hinten. Wie mache ich das jetzt genau? So, genau, ich nehme die hier zwischen die beiden Finger, so, und dann liegt die hier so in der Hand. Seht ihr? So. Und dann habe ich die Stimmgabel trotzdem noch parat und kann den Ton anschlagen. Ja? Hier so in der Hand. Zwischen Zeiger und Mittelfinger. Legt sie so nach hinten. Das ist ganz praktisch. Schlag an. Halt drauf. Schlag wieder an. Seht ihr? Immer habe ich die Stimmgabel in der Hand. Dann brauche ich die nicht immer hinlegen zwischendurch und wieder in die Hand nehmen. So habe ich sie immer in der Hand. So, jetzt kann ich nach der A-Seite die D-Seite stimmen. Habt ihr das gehört? Cool, ne? Ja, jetzt habe ich die beiden Seiten gestimmt. Die E-Seite. Cool, jetzt die G-Seite nach der D-Seite. Die H-Seite stimmt. Und die habe ich jetzt mal einfach so gestimmt. Also, schon hört ihr, die Gitarre ist gut gestimmt mit dem Referenzton Kammerton A. Und ja, früher gab es den auch mal im Telefon, da habe ich immer mein Telefon Hörer abgenommen und das Freizeichen war, wenn ich mich recht erinnere, der Kammerton A. Oder zumindest konnte man ganz gut darauf die Gitarre durchstimmen. Im Gitarrenduo ist das ja nicht so schwer, da sind das nur zwei Instrumente. Dann haben wir die danach gestimmt. Aber ich glaube, es war der Kammerton A. Das war immer ganz hilfreich. Leider ist es heute nicht mehr dieser Ton. Dafür kann man ihn nicht mehr benutzen. Also, Stimmgabel. Altes, antiquarisches Mittel, um die Gitarre zu stimmen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.